Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Ramses, das ist der Hannes. Moin. Moin. Und grüezi und grüezt euch und fürzt euch. Und Airbus, das ist ganz wichtig. So, wir wollen wieder mal eine Maß kreieren. Wir wollten heute eigentlich nur Zutaten für die Gönnermaß 2 kaufen und dann habe ich gesehen, Booster hat neue Sorten am Start und Booster tut jetzt so, als wäre es von Montana Black und hat auch irgendwie so Gönnergy-Sorten, weil Gönnergy sagt, wir sind schlau, wir machen Juneberry, das kennt keiner und dann kommt Booster und sagt, dann machen wir jetzt eben auch Juneberry. Das fand ich cool und die matten Dosen, habe ich gleich gesagt, wir machen die Boostmaß, ne? Oder die Boostermaß, aber Boostermaß klingt halt, da weißt du ja genau, was es ist. Du brauchst einen Namen, auf den keiner kommt. Die Boostmaß, die Bootmaß, ach, was weiß ich, irgendwie sowas. Wir haben das jetzt mal hier aufgestellt, vielleicht fürs Thumbnail. Wir haben uns gedacht, das andere war alles so edel und so brontal. Hier ist nichts edel und brontal, denn hier gibt es Köstritzer Schwarzbier in der Dose. Als Topping gibt es Clara und die zwei speziellen Booster-Sorten. Einmal hier Juneberry von Booster, kenne ich nicht. Und einmal Kuruba Elderflower, wo noch die flirtende Flöderine gesagt hat zum Hannes, das ist besser als Red Bull, nimm ich jetzt mit. Ohne Red Bull. Und dann hat er gesagt, okay, dann nehme ich das gleich mal mit und probiere das mal. So, das war die ganze Geschichte. Wir bedanken uns erstmal beim Eiskorb Jens. Der hat uns nämlich wieder Maßkrüge gesponsert und deswegen müssen wir die jetzt mal hier raus tun aus dem schäbigen Karton, damit wir überhaupt Maß kreieren können. Das stelle ich zur Seite, das stelle ich zur Seite, das stelle ich zur Seite und das auch und dann ist alles zur Seite gestellt. Mit was fängt eine Maß an? Mit Bier. Bier. Bier ist immer die Grundierung. Und ich habe gesagt, ich habe noch nie Göstritzer Schwarzbier in der Dose gesehen. Das sah erst aus, als wäre das Kirschbier. Weil irgendwie hat das ja so einen rötlichen Touch. Das sieht so aus wie Sauerkirsch, aber es ist halt das normale Göstritzer Schwarzbier in der Dose. Die auch irgendwie ganz cool aussieht, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen, da habe ich gedacht, komm, das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Wir spontan nehmen das Köstritzer Schwarzbier in der Dose für die Bootsmaß. Wie nennt man die denn nun? Boostmaß? Bootsmaß? Boots, weil dann vertauscht er einfach das S und das T zu einem T und einem S und dann ist es nicht Boost, sondern Boots. Und dann weiß keiner, was es ist und plötzlich ist es die Bootsmaß. Und die Leute denken, da sind Fische drin oder so. Ich nenne es Bootsmaß aka Boostmaß. Fertig. Und dann haben wir das. Jetzt haben wir die Grundierung drin, denn das ist Bier, Schwarzbier von Köstritzer. Dann muss der Namensgeber kommen. Dafür haben wir diese grüne Dose Kuruba Elderflower. Ihr kennt ja vielleicht Fanda. Fanda hat eine blaue Dose, wo die auch Elderflower drin haben. Ich habe das noch nie probiert, noch nie getestet. Wir machen jetzt den Test. Wir probieren jetzt mal einen Schluck von der Elderflower Power. Da steht halt überall das Gleiche drauf. Ach so, Holunder, Blütengeschmack und Kuruba. Aber was ist Kuruba? Wir probieren mal kurz. So, so riecht es auch. Prost. Absolut genial. Booster ist meine Lieblings-Energy-Sorte. Doch, ja, das schmeckt richtig Netto geil. Ist mein Lieblingsladen, bis sie mich gefeuert haben. Dann habe ich nur noch auf Booster geschworen und nicht mehr auf Netto. Aber ich finde es cool, dass du bei Netto immer wieder neue Booster-Sorten findest. Design ist cool, Dose ist cool, der Preis ist cool, alles ist cool. Immer wieder neu. Kuruba Elderflower. Sehr interessanter Geschmack. Holunderblüte, du merkst, es ist ein bisschen so, als würdest du ein Gebüsch ins Gesicht bekommen. Hey, die Sonne kommt gerade hervor. Da geht die Sonne auf, wenn du Booster trinkst. Wir müssen jetzt mal auffüllen. Das sieht sehr gelblich aus. Wir füllen auf so ein Stück. Bis zur Hälfte so. Das trinke ich so. Du kannst ruhig meinen Rest da noch trinken, wenn es dir so gut geschmeckt hat. Zu süß. Zu süß. Und dann haben wir noch Juneberry. Eigentlich sieht das ja aus wie das ganz normale Booster, das blaue, aber das ist ein bisschen hellblau.
Das ist hellblau und nicht dunkelblau. Und du hast doch schon wieder zu viel reingekippt. Ich sehe es doch schon. Wenn ich mir die Dose anhebe, Hannes, was ist das denn? Was machst du denn da? Ich habe aber schon 3-4 Schluck getrunken, also. Siehst du? Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Felsenbirnengeschmack. Weil Juneberry ist die Felsenbirne. Ich habe vorhin Steinfrucht gesagt, das war falsch, es ist die Felsenbirne. Ja, und aber was ist Felsstein? Also, ja, hast du auch recht. Das gibt's aber auch als Gönnerchi, müsst ihr euch vorstellen. Aber süßer lass als mal, das andere Zeug. Lass mal probieren. Zucker. Das ist ja auch nicht Siro, das andere ist ja Siro. Das ist richtig. Wow. Schmeckt ein bisschen wie das Cranberry Booster. Also Felsenbirne und Cranberry sind wohl irgendwie verwandt. Jetzt füllen wir es mal hier rein. Das hat auf jeden Fall einen lilanen Touch. Machen wir mal bis zur Linie. Ich weiß nicht, wo das ist. Der Schaum lenkt auf jeden Fall ab. Das mit der Sonne ist jetzt ein bisschen doof, weil du bist der schwarze Hannes. Ich bin jetzt der heilige Ramses und keine Ahnung, ist bestimmt gleich weg. Damit der Schaum weggeht, haben wir noch ein Topping, denn neben der Biergrundlage und, jetzt führt er wieder gelbes, grünes ja, ja. rein, die ganze Dose, ja. neben der Biergrundlage und dem Namensgeber, dem Boot, was wir reingefüllt haben, gibt es noch ein Topping und dann dachte man, nehmen wir einfach hier den Clara, weil der Clara, das sieht ja alles, das sieht ja freundlich aus, das sieht auch freundlich aus, da kannst du keine braune Goldkrone nehmen, du nimmst Klares. Dann hauen wir jetzt den Clara drauf, damit der Schaum weggeht vor allem. Irgendwie steigt der Schaum. Der Schaum führt sein Eigenleben. Was ist da denn los? Ich würde trotzdem von meinem Booster-Dosen einen Schluck aufheben, weil ich Pupsi da probieren lassen möchte. Ja. Aber weil deins... Was macht der Typ denn da? Weil deins halt bis zum Rand voll ist, ja. mache ich jetzt mal kurz so. Ja, ja, mach ruhig. Ich muss nur aufpassen, dass es nicht zu viel ist und ich noch was drin habe. Aber bei mir ist es genau randmäßig. Ich komme nicht an Hannes ran. Guckt euch das an. Genau. Das ist die Blackout Mars schon wieder. Also wir haben schon mal, glaube ich, eine Blackout Mars gehabt. Ich weiß nicht mehr, was da drin war. Aber das genau sieht bis zum auf Rand. Jeden Fall krass unverdächtig aus. Also das ist die Bootsmaß. Wenn das Boot ausläuft, also wenn eure Yacht über dem Ozean ausläuft, alles voll Öl ist, sieht das dann so aus. Ich mache nochmal schnell ein Foto. Das ist wichtig, damit die Bootsmaß besser wirkt. Das hätte die Lakritzmaß sein müssen. Oh mein Gott. Das ist krass, das ist krass. Da ist noch was drin für Pupsi zum Probieren. Das ist wie Badlands Chucks, wenn der immer sagt, okay, Hip-Hop kriegt eine Dose, dass der auch probieren kann. Du kannst deins ja gar nicht anheben. Nee, leider nicht. Ich kann meins anheben und ich finde, das sieht wirklich richtig stark aus. Ich freue mich schon, weil es kein Gönnergy ist. Prost, weil das ist bestimmt mit Geschmack dran. Ich komme nicht hin. Wow. Schmeckt wie Johannisbeersaft mit Zelda gemischt, also wie eine Johannisbeerschorle. Ihr kennt ja Apfelsaft mit Kohlensäure, ist dann also Apfelschorle. Das schmeckt für mich wie eine Johannisbeerschorle. Du merkst den Alkohol gar nicht, der ist ja klar nach unten gesunken. Ja, doch. Du hast fruchtige Komponenten. Nee, hast du nicht. Der Hannes sagt immer genau das Gegenteil von mir. Mach ich nicht. Siehst du? Und deswegen sind wir so ein gutes Tasting-Team. Wie schmeckt sie denn jetzt? Die ist zu süß und zu stark? Da war noch gerade noch der Klare, die Clara oben noch drauf. Und weißt du warum? Ja, weil es zu voll war. Weil du deine Dosen komplett reingekippt hast und dann den Clara drauf gemacht hast, sodass der oben war. Und genau. Ich habe ja, nachdem ich den Clara drauf habe, nochmal die Dosen drauf. Also, richtig. Deswegen, ich ein schlauer Fuchs, deswegen, da kannst du ja gar nicht mitreden beim Tasting-Test, weil deins anders schmeckt wie meins. Richtig. Oder ich kann nicht mitreden, weil meins anders schmeckt dann wie seins. Mal. Das hättest du wohl gern, jetzt wo ich so viel von meinem abgetrunken habe, damit du nicht so viel trinken musst. Ja. Ja, wir haben es nicht geschafft, die Sonne zu vertreiben bis zum Ende des Videos. Ansonsten würde ich sagen, ich finde das besser als die Gönnermaß 2.0. Definitiv, ja. Die war so wässrig und so künstlich und irgendwie so...
anders, das ist trotzdem irgendwie fruchtig und schmeckt wie eine Schorle für mich. Ja. Wie eine frische, leckere. Stell dir mal vor, das Bier wäre jetzt noch gekühlt gewesen und die Booster noch aus dem Eisschrank und dann, boah, das Sommergetränk, richtig genial. Und der Klara auch noch aus dem Kühlschrank. Und der Klara aus dem Backofen, genau, dann wär's das. Dann wär's das. Also, wenn das Video in 100 Jahren online kommt, gibt's die Sonnen vielleicht nicht mehr. Ansonsten macht euch mal eine Bootsmaß mit Coruba Elderflower Booster und mit Juneberry Booster, die zwei neuen Sorten, die jetzt im Angebot sind beim Netto, irgendwann im, was ist jetzt, April? April. Anfang April, heute ist der 1. April, wir sind gar nicht da, dieses Video ist nie passiert, war ein Spaß, es ist doch 1. April, es ist nicht mehr 1. April, war ein Spaß, man kann den ganzen April über Spaß haben, genau. Merkt euch das. Das war es auf jeden Fall jetzt von unserer Seite aus und ich möchte jetzt mal einen kräftigen Schluck nehmen zum Ende hin, in der Hoffnung, dass ich es nicht mehr die Treppe hoch schaffe nach Hause. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich dachte jetzt, Marie kommt.